Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Tut mir leid, dass das Video so spät kommt. Meine Stimme war leider völlig weg. Tut mir auch leid, dass ich dieses Video jetzt nachmoderieren muss, aber ich hatte offenbar zu früh angefangen, wieder rumzuquasseln. Und nach wenigen Minuten war meine Stimme völlig weg. Ich hatte aber gerade keine Möglichkeit, einen Speicherstand zu erstellen. Und ich hatte auch Bock zu spielen. Genau, das war die Stelle. Da ging das eigentlich schon los. Ich fand es witzig, anzufangen zu singen. Nimm du den Bergweg und ich gehe zu nieder, weil ich ja nach unten gegangen bin an der Stelle. Und das mit dem Singen hat meine Stimme mir dann übel genommen. Abgesehen davon, dass der Witz so gut nicht gewesen wäre, es hat dazu geführt, dass ich leider nicht mehr sprechen konnte. Ich habe es dann noch eine Weile versucht, aber ständig räuspern, husten, röcheln. Das war nicht mehr schön. Und da habe ich mich dann entschlossen, weiterzuspielen, weil ich, wie gesagt, jetzt auch Bock hatte. Ich wollte jetzt endlich mal nach Mythen. Wie gesagt, dann wollte ich auch gerne spielen. Und dann dachte ich, komm, moderierst du danach, sobald du widersprechen kannst. Deshalb werde ich das Singen jetzt unterlassen. Wir gucken mal, wie das meiner Stimme jetzt bekommt. Und eventuell mache ich dann direkt im Anschluss die nächste Folge fertig. Die dann wieder live moderiert. Damit wir wenigstens nächste Woche wieder halbwegs pünktlich sind. Das heißt halbwegs, wenn ich jetzt mache, dann dürfte es wieder richtig pünktlich sein. Also dass ich so einen richtig festen Tag gibt es da nicht, oder Dienstag oder Mittwoch, wäre ja schon schön. Gell? Ich möchte aber mal sagen, dass ich das sehr angenehm gruselig finde. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, jeden Moment springt ein Wolf aus dem Busch. Spoiler hat er aber nicht. Fand ich sehr merkwürdig. Also, ich meine, auf dieser Straße waren immer Wölfe. Aber jetzt offenbar eher nicht. Kann sich einer von euch erinnern, ist uns jemals etwas Wertvolles entgegengefallen, wenn wir diese Schirme geöffnet haben? Ich weiß, ich mache das eigentlich immer, seit es die Möglichkeit gibt. Aber ich glaube, was Wertvolles gefunden haben wir dabei noch nie, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Im Story-Modus vielleicht irgendwann einen Brief oder so? Keine Ahnung, aber ich glaube, im Überlebensmodus, dass wir da wirklich mal ein Schokoriegel. Wäre ja auch ein komischer Platz für ein Schokoriegel, ne? Die finden wir ja, wenn dann, auch im Handschuhfach. So. Ja, da hatte ich kurz angedacht, in der Kirche zu übernachten. Aber wie gesagt, erstens, ich wollte endlich nach Milton. Und zweitens, es war jetzt auch noch nicht so spät. Und eigentlich ging es uns ja ganz gut. Gipfelbrause. Ja, irgendjemand hat es sich da gemütlich gemacht. Aber ich fand es jetzt nicht so gemütlich. In einer Kirche zu übernachten ist jetzt nicht so das, was ich mir so unter gemütlich vorstelle. Da ist jeder Jeck anders. Und wer das gut findet, der hat meinen Segen. Allerdings habt ihr wahrscheinlich nicht den Segen des Pastors. Also wenn ihr jetzt einfach in eine Kirche stiefelt und da übernachten wollt. Das könnte sein, dass es nicht so gut ankommt. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Scheinbar bin ich einfach nur nochmal die Reihen durchgegangen. Das ist das Problem beim Nachmoderieren, dass ich nicht immer an jeder Stelle weiß, was ich da jetzt gerade mir gedacht habe, wenn ich da so verwirrt durch die Gegend laufe. Aber sehr oft weiß ich ja auch in der Situation selber nicht, was ich da jetzt gerade mache. Also ist das halb so wild. Naja, hier war ich wirklich sehr nervös, denn ihr seht, man kann nicht besonders weit gucken in dem Nebel. Und in dem Moment, wenn ein Wolf käme, würdest du ihn wohl tatsächlich erst sehen, wenn es zu I think spät I can use ist. this. Es sei denn, eines dieser blöden Viecher fängt schon wieder von hinterm Berg an zu bellen. Aber wenn die zu früh anfangen zu bellen, hast du auch nichts davon, weil du dann nicht weißt, aus welcher Richtung die Spinner kommen. Diese Agro-Wölfe. Das war ein Reh. Kein Elch. Da dachte ich auch, erst Elchalarm. Aber es war wieder kein Elch. Ich habe in diesem Spiel tatsächlich noch keine Elche live gesehen. Wie gesagt, im Stumpflusstal wäre auch schlecht gewesen. Da waren wir nicht in bester Verfassung. Aber wenn wir uns dann jetzt hier gemütlich eingerichtet haben und dann auch eine Basis mit medizinischen Vorräten im Rücken haben, können wir etwas mutiger sein, was die Konfrontation von Wildtieren angeht. Hehe.
Ich could use this. Fleisch kann man immer gebrauchen. Oh mein Gott, da habe ich nicht in die Schirme geguckt. Oh, vergessen, die Schirme zu gucken. Was, wenn... Ein Gewehr wird da nicht gewesen sein. Das wäre ein merkwürdiger Ort für ein Gewehr. Man hätte es, glaube ich, auch gesehen, ohne den Schirm aufzukriegen. So, ja, willkommen in Newton. Der erstaunlichsten Stadt des Universums. Ja, zweiterstaunlichsten Stadt wahrscheinlich. Aber nicht übertreiben. Ja, die Badfläche, die habe ich mit Absicht hängen lassen. Ich wollte jetzt tatsächlich erstmal ins Warme. Denn der Charakter fing ja schon wieder an zu schlottern, wie ihr vielleicht hören könnt. Hab mir dann das nächstbeste Haus geschnappt, um festzustellen, dass das eins von diesen Häusern ist, die eigentlich nicht mal annähernd das Adjektiv bewohnbar verdienen. You can always use more food. Aber mich fragt ja keiner. Also wenn ich etwas für nicht bewohnbar halte, heißt das noch lange nicht, dass das allgemeingültig ist. Da war dann auch das Brecheisen, sodass ab jetzt die Kofferräume, auch wenn sie abgeschlossen wurden, nicht mehr sicher für uns sind. Und eine Bügelsäge. Ich glaube, ich habe in The Long Dark noch nie eine Bügelsäge. Ich glaube, ich habe im wirklichen Leben auch noch nie eine Bügelsäge benutzt. Wahrscheinlich auch keine gute Idee, mir eine zu geben. Wenn meine Stimme mich jetzt wieder hängen lässt, ne? Moment. Guckt ihr mir mal dabei zu, wie ich über die Straße gehe? Ich muss mal kurz was trinken. Ja. Handschuhe. Zum Glück sind hier alle gut ausgerüstet. Und zeigen, da war noch was. Ich glaube tatsächlich, ich habe den Wolf in dieser Folge, bei dieser Aufnahme, nicht einmal gesehen. Aber er war immer da. Also nachdem ich in Milton drin war. Naja, ich habe mir das Haus als Basis ausgesucht. Ich weiß, es ist ein Nachteil, wenn das über mehrere Etagen verteilt ist. Also das Haus ist ja sehr weitläufig. Es ist ja nicht nur, hat ja nicht nur zwei Etagen. Die Etagen selbst sind ja auch ziemlich groß. Aber erstens hat, glaube ich, keins der anderen Häuser in Milton so einen Ofen. Werdet ihr gleich sehen, warum ich das gut finde. Und irgendwie finde ich es halt gemütlich hier. Und wir haben viel Stauraum. Ich plane zwar jetzt nicht ganz Milton abzugrasen. Naja, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Oder was hast du drüber gesprochen? Ich hatte es gesagt, dass wir jetzt nicht die ganze Milton-Map abgrasen müssen. Ich möchte ja schon das Stummflusstal erkunden. Aber dass man, ich sag mal, so eine Basis für uns schafft, dass wir vernünftige Klamotten anhaben, dass wir ein Gewehr haben. Wir brauchen viel Kaffee. Also ernsthaft, wir too much stuff to carry. Viel Kaffee haben. Denn diese ganze Kletterei, der wird so müde sein. Unser lieblicher Hauptcharakter. Und es ist wirklich kein schöner Tod, wenn er auf dem Felsvorsprung quasi 3 Meter bevor er den rettenden Gipfel erreicht, dann sich hinlegen muss und dann erfriert. Das ist ja blöd. Deshalb ein bisschen Kaffee, dass man dann die Müdigkeit noch mal ein bisschen aufschieben kann, bis man auf dem Gipfel angekommen ist oder irgendwo angekommen ist, was halbwegs sicher ist. Wäre, denke ich, der Kaffee die beste Lösung. Also sehr viel Kaffee mitnehmen. Ah ja, der Eimer, den hatte ich angeklickt, weil ich dachte, darin könnte ich auch Wasser schmelzen, aber den kann ich auch nur kaputt machen. Und wie gesagt, ich habe noch nie eine Bügelsäge in dem Spiel gebraucht. Und im wahren Leben auch nicht. Ist aber wahrscheinlich auch besser. Habe ich denn den Hammer benutzt? Voll Overkill. Mit dem Hammer auf den Tisch einzuschlagen. I'd eat anything right about now. Ach nee, genau, da bin ich nochmal losgestiefelt in der Hoffnung, ein Buch zu finden. Weil ja so ein Buch die Wahrscheinlichkeit steigert, dass das Feuer angeht. Auch ohne Brandbeschleuniger. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich die Holzkohle noch nehmen kann. Warum auch immer ich das getan habe, denn ich benutze ja eh so gut für mich. Und dann hatte er alles wieder zurückgesetzt und ich habe dann doch mit dem Altholzfeuer gemacht.
Was natürlich ziemlich bescheuert war. Aber ich meine, es hat geklappt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber ich finde es auch irgendwie blöd, dass wenn du das Feuermenü verlässt, er dann alles wieder zurücksetzt. Zumal, wenn du dir die Holzkohle nimmst, schmeißt er dich ja aus dem Feuermenü raus. Ist ja nicht mal so, dass du dann freiwillig gehst. Aber wie gesagt, es hat dann trotzdem funktioniert. Deshalb ist es nicht so schlimm gewesen. Aber dafür hatte ich das Buch extra gesucht und hierher geholt. Ja. Genau, ja. Und dann habe ich quasi die Wasserproduktion gestartet. Also zu den Töpfen. Na, ihr hattet das ja gesagt, die Töpfe. Es gibt Töpfe, habt ihr gesehen. Und sie fassen auch deutlich mehr Wasser als diese recycelten Dosen. Aber die sind auch schwer, die Töpfe. Deshalb, für unterwegs sollten wir uns, denke ich, darauf beschränken, einfach immer einen gewissen Vorrat an Wasser mitzunehmen und für den Notfall halt ein oder zwei recycelte Dosen, die man dann zum Abkochen von neuem Wasser benutzen kann, wenn es nötig wird. Aber die Töpfe mitnehmen ist, glaube ich, wirklich nur so eine mittelgute Idee. Aber wenn man sie in der Basis hat, kann man sie einfach auf dem Ofen stehen lassen und vor sich hin köcheln lassen. Genau, da habe ich schon in Vorbereitung auf diverse Reparaturarbeiten angefangen, Sachen zu zerfetzen. Und da war noch ein Topf. Das heißt, wir konnten die Wasserzubereitung noch effizienter gestalten. Also wir. Ich und der Charakter, der immer noch keinen Namen hat. Will ich immer noch nicht ohne euch entscheiden. Ich glaube, ihr hattet schon Vorschläge geschrieben, aber mea culpa, ich weiß es jetzt im Moment nicht mehr. So, ich muss mal einmal Pause machen. So, sorry. Es hatte geklingelt. Ich hatte gehofft, es wäre ein Paket für mich. Aber ein Paket für den Nachbarn. Unfair. Und dafür bin ich aufgestanden. Und muss das hier hinterher irgendwie zusammenschneiden. Ich spiele jedes Mal in diesen Radius herum. Das ist irgendwie ein innerer Zwang. Dabei weiß ich genau, es wird keine Musik machen. Es wird keine Musik machen. So, ja, Klamotten stehlen, damit wir auch schön warm angezogen sind. Gut, dass wir alle Einheitsgröße tragen. Boah, bei Größe, ne? Wisst ihr, was Google gemacht hat? Google zeigt mir in letzter Zeit immer Werbung für große Größen an. Ich fühle mich total gemobbt. Ich schätze mal, Google hat gesehen, dass ich Babysachen gegoogelt habe und dachte, dann war die bestimmt schwanger und dann hat sie bestimmt zugenommen, was ja auch stimmt. Aber das muss Google mir doch nicht so unter die Nase reiben. Ich finde das super gemein. Ich meine, ja, es ist mehr als vorher, danke, das weiß ich selber. Aber es passen mir auch noch welche von meinen alten Sachen. Danke, Google. Nur fragen, Google, suchst du Streit mit mir? Ich glaube schon. Ich muss doch noch mal was trinken. So ganz, also es ist um Längen besser als beim letzten Versuch, die Aufnahme zu machen. Ja, also ich hatte etwas mehr Hoffnung in diese große Kiste da gesetzt, dass wir da irgendwas Cooles dran finden. Aber so cool war es jetzt nicht. Ich meine, es ist auch nicht schlecht, aber cool ist anders. Weil es ist auch eine Definitionsfrage, so cool oder nicht cool, aber das fand ich persönlich gut. Genau, also was wollte ich sagen? Genau, das mit dem Wasser. Für unterwegs würde ich jetzt auf jeden Fall nur die recycelten Dosen mitnehmen, auch höchstens zwei, vielleicht sogar nur eine. Hier ist natürlich sehr praktisch, wenn du mehrere Töpfe hast, dann kannst du quasi so eine eigene Wasserraffinerie aufbauen und ganz viele Vorräte erstmal produzieren. Und dann für unterwegs sollte dann eigentlich der Plan sein, erstens genug mitnehmen, nicht so viel, dass du überlastet bist, aber halt schon genug. Und dann halt, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, irgendwo übernachten musst, die recycelte Dose, dass du dir dann für den aktuellen Bedarf halt einen halben Liter abkochen kannst. Und natürlich sind Limonaden immer eine gute Sache. Und was natürlich auch nochmal gut ist, da du in den Töpfen mehr Wasser abkochen kannst, dauert das länger. Das heißt, du hast mehr Zeit und kannst in der Zeit dann mehr
machen. Ne? Wir haben jetzt das Haus schon mal durchsucht. Können ein bisschen was reparieren dann. All I can think about is food. Hunger. Aber das war ja jetzt noch etwas, was wir durchaus beheben konnten. 19%. Habe ich gar nicht gesehen, dass das so krass war. Naja, aber da habe ich mir dann wahrscheinlich gedacht, komm, was soll's. Wir sind ja hier im Haus und können uns quasi selber behandeln und dann gut ausschlafen, falls wir uns etwas einfangen sollten. Aber haben wir ja auch nicht. Entschuldigung, das war laut. Haha, da war mir nämlich aufgefallen, Mist, ich habe gar kein Nähzeug, was sich aber sehr schnell zum Glück erledigt hat. Oder ist das... Habt ihr gesehen? Da. Da ist das hübsche Foto von dem hübschen Mädchen. Oh, hängt da doch ein Gewehr? Ich dachte die ganze Zeit, da hängt kein Gewehr. Geh doch mal zurück, du blöde Ziege. Ich meinte jetzt mich, nicht ihn. Er ist ja keine Ziege. War da jetzt... Jetzt schwören können, da wäre kein Gewehr gewesen. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich da jetzt gerade im Augenwinkel gesehen habe. Ich meine, gut, wäre nicht schlimm. Wir sind ja noch in Milton. Kann ich ja dann in der nächsten Folge direkt gucken. Aber ich dachte, da wäre keins. Zwei Liter Wasser unsicher. Tja. Das wäre jetzt natürlich ein Ding, wenn ich die ganze Zeit an dem Gewehr vorbeigelaufen wäre. Wenn es da direkt vor meiner Nase hängt. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass das Bild, was eigentlich zum Story-Modus gehört, auch hier im Überlebensmodus da am Kamin steht. Eine sehr traurige Geschichte. Das muss ich sagen, die Geschichten, die wir da bislang so mitbekommen haben im Story-Modus, also sowohl was über Wills Hintergrundgeschichte angedeutet wurde, auch im Vorspann, also Will und Astrid, als auch das von der alten Frau, wie hieß die nochmal, Graue Mutter oder so? Nee, Moment, das war bei Skype, nee, das war die dunkle Mutter. Ja, das kurz ist die dunkle Mutter, ich glaube, das war die Graue, ist auch egal. Also ihr wisst ja, welche alte Frau ich meine, wenn ihr den Story-Modus gespielt habt oder die Let's Plays gesehen habt. Und auch dieser komische Jäger. Das hat mich schon berührt, die Charaktere. Ein gutes Spiel macht das. Aber manchmal erwischen sie einen auch kalt. Dabei fällt mir ein, ich muss To the Moon spielen. Das Spiel wollte ich schon immer mal spielen. Dann gab es das irgendwann im Angebot bei Steam und ich habe es mir auch geholt, aber habe es dann trotzdem nicht gespielt. Das muss auch ein sehr emotionales Spiel sein. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Es geht wohl irgendwie darum, dass... Ich weiß nicht genau, wie das da in dem Spiel funktioniert. Ich kenne nur ganz, ganz basic die Geschichte. Da gibt es wohl Wissenschaftler, die in der Lage sind, die Erinnerung von Menschen zu verändern. Und das wird dazu benutzt, diese Technologie, diese Methode, wie auch immer, um dafür zu sorgen, dass Menschen glücklich sterben, wenn sie sterben müssen. Und diese zwei Hauptfiguren, die dringen halt in die Erinnerung eines alten Mannes ein, um ihm für seinen letzten Moment die Erinnerung einzupflanzen, er sei auf dem Mond gewesen, weil das wohl sein größter Wunsch ist. Too heavy. Und das muss wohl sehr emotional sein, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es sich als Let's Play eignen würde, aber ich denke mal, das ist... Müsste man ja herausfinden können, ob das andere Leute Let's Played haben. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde, das Spiel. So. Ja, da war mir aufgefallen, dass ich doch relativ belastet war. Ich hatte bestimmt, als ich eingeräumt habe, so ein System im Kopf. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, nach welchem System ich da jetzt sortiert habe. Aber ich werde mir schon irgendwas dabei gedacht haben. Wird schon Sinn machen. Ich bin voll schlau. Verlasst euch drauf, ich habe das alles wohl durchdacht. So. Ja, vielleicht nehme ich die nächste Folge doch erst später. Aber das ziehen wir jetzt durch. Lass mich doch nicht von meinem Körper tyrannisieren. Oder von der Realität. Wäre noch schöner. Was glaubt diese Realität eigentlich, wer sie ist? Sie mir vorschreiben will, wann ich hier was moderieren kann. Ja, da hatte ich unsere Vorräte schon wieder arg dezimiert. Aber wir sind ja hier in Milton. Hier gibt es ja auch eine Tankstelle und noch den Bauernhof etwas abseits. Also eigentlich dürfte hier nichts schief gehen.
Sitt und Satt konnte unser noch immer namenloser Held dann schlafen gehen. Wir müssen uns mal einen Namen überlegen. Ich muss noch mal eure Vorschläge durchgehen. Ach ja. Wir waren, glaube ich, nicht mehr müde genug. Ich hasse das. Also das ist wirklich eine der, also zumindest bis zur Änderung des Kochsystems, glaube ich, eine der unbeliebtesten Änderungen. Mit dem Kochsystem, ich weiß auch nicht. Also eigentlich, ich finde, im Überlebensmodus ist das ja noch okay. Ich überlege dann halt nur immer so im Hinblick auf den Story-Modus. Man will ja dann auch weiterkommen. Man will ja dann wissen, was passiert. Man ist ja dann auch neugierig, wie es mit Astrid und Will und so weitergeht. Und wenn du dann aber den Story-Modus, die Story nicht vorantreiben kannst, weil du mit Mikromanagement beschäftigt bist, ist das irgendwie Mist. Ja, Will müsste jetzt schon so langsam die Apokalypse verhindern, aber er muss erstmal 3 Stunden damit verbringen, einzeln jeweils 300 Gramm Fleisch zu grillen. Und zwar 10 Stück davon. Außerdem sollte Will mal schlafen, denn er hat sich verletzt, aber er ist nicht müde genug. Das ist blöd. Obwohl, ich glaube, das mit dem Schlafen gab es im Story-Modus nicht. Das stimmt, das ist jetzt ein unfairer Vorwurf meinerseits. Ich glaube, im Story-Modus kann man schlafen, wann immer man will. Schon mal etwas. Also ich glaube, an manchen Stellen wäre es einfach sinnvoll, dass im Überlebensmodus durchaus legitime Mikromanagement im Story-Modus einfach ein bisschen runterzufahren. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Also ich wollte mich wahrscheinlich nochmal etwas mit Stoff eindecken, um weiter reparieren zu können. Das war's. Ja, und dann wollte ich halt Milton langsam nach und nach besuchen. Wie gesagt, ich werde das Haus als Basis auch behalten, denke ich. Es sei denn, ich finde tatsächlich eins, das eine kleinere Grundfläche hat, wo die Sachen alle näher beieinander sind und auch so einen Ofen hat. Denn den Ofen, das finde ich echt sehr praktisch, dass man da einfach die Töpfe draufstehen lassen kann und dann seine Wasserraffinerie starten kann, sobald man Feuer hat. Und die hinteren Platten kann man dann ja zum Braten nehmen. Zum Grillen. Wie auch immer. Ich denke mal, wir legen Fleisch direkt auf die Platten, oder? Ich meine, ich weiß es nicht genau, aber die Pfannen und so, die waren, glaube ich, alle nicht bewegbar. Bewegbar. Sehr elegantes Wort. Mobil, meinte ich. Beweglich wäre das deutsche Wort. Ja, da muss ich sagen, beim Reparieren hatte ich viel Pech. Da habe ich viel Material verloren. Was natürlich ärgerlich ist. Aber da sind mir viele Proben daneben gegangen. Also auch mehr als sonst. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber man kann nicht alles haben. Manchmal hat man Pech. Wer sagte das? Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ich weiß nicht. Vielleicht war es irgendein Fußballer. Ich gucke ja keinen Fußball. Also Fußball interessiert mich echt überhaupt nicht. Aber trotzdem kennt man irgendwie so ganz viele Sprüche von Fußballern. Sowohl die Schlauen als auch die weniger Schlauen. Ich werde jetzt keinen Kommentar dazu abgeben, welche wohl überwiegen. Um nichts in der Welt werde ich das tun. Ja, das ist natürlich am Anfang, wenn der Charakter quasi noch gar nichts hat, ist es ein bisschen geraffelig, bis du erstmal so die Klamotten zusammen hast. Ne? Du suchst dir die besten zusammen, dann bist du am Reparieren, dann tauschst du ständig wieder Sachen aus, weil du noch was Besseres gefunden hast. Aber irgendwann hast du ja gute Sachen und dann musst du immer nur noch hin und wieder einzelne Gegenstände austauschen. Das ist dann nicht mehr so raffelig oder geraffelig. Ist wahrscheinlich beides nicht wirklich ein Wort. Aber raffelig ist das Adjektiv, geraffelig ist das Adjektiv zu geraffeln. Und zumindest laut Little Britain ist das ein Wort. So. Just saying. So, was habe ich denn jetzt geplant? Genau. Richtig. Das Holz, das hatte ich dann jetzt vorm Ofen abgelegt, weil wir ja hier in Milton nicht in die Verlegenheit kommen werden, irgendwo ein Lagerfeuer machen zu müssen. Hoffe ich mal. Deshalb habe ich mich dessen entledigt. Denn es wäre ja blöd, wenn wir einen Schokoriegel aufheben würden und dann direkt zurücklaufen müssten.
weil wir überlastet sind. Jetzt haben wir ein bisschen Raum und können plündern gehen. Ja, hier in Hilton muss man immer nach links und rechts gucken, bevor man über die Straße geht. Ja, und da hat sich... Warum ich das... Im Nachhinein war das ziemlich blöd. Ich bin dann nochmal zurückgelaufen, um die Konfrontation mit dem Wolf zu vermeiden. Hab dann was gelesen, um Zeit einfach rumzukriegen. In der Hoffnung, dass der Wolf dann weg ist. Aber das ist Quatsch. Naja, also das war blöd überlegt von mir, denn der Milton-Wolf, der geht nicht weg. Das ist der Milton-Wolf, der hängt hier in Milton rum und du musst ihn erschlagen und hoffen, dass er lange, so lange wie möglich nicht spawnt. Also eigentlich, jetzt wo wir hier ein bisschen Vorräte haben und auch, soweit ich weiß, die passenden medizinischen Vorräte, sollten wir eigentlich jeden Wolf, der zumindest im Miltoner Stadtgebiet rumrennt, umbringen. Das sollten wir tun, denn abhauen tun die nicht. Die gehen nicht woanders hin, die ziehen nicht um. Die gehen uns hier auf den Keks, es sei denn, wir bringen sie um. So, einmal Geld abheben, bitte. Ich will mir Süßigkeiten an der Tanke kaufen. Oh, schade. No cash. Kann ich mir nicht mal Kaugummi ziehen. Dass man nicht mit der Brechstange die Kaugummis da rausholen kann. Wie könnte man so das Hungergefühl ein bisschen austricksen? Welche Geschichte dahinter? Wo mein Angelhaken im Mülleimer eines Bankangestellten ist. Wieso hat er eine Angel dabei? Und wieso hat er sie dann kaputt gemacht und dann nur den Haken weggeworfen? Das verstehe ich. Das macht keinen Sinn. Ein Klöpferchen? Ah, Akten. Wir bringen hier die ganzen Akten durcheinander. Ich hoffe, die Digitalisierung der Bank von Milton ist abgeschlossen. Dann brauchen sie den Papierkram ja eigentlich nicht mehr. Also vorausgesetzt, irgendwann kriegt jemand wieder den... Ich und die Radios. Irgendwann kriegt jemand den Strom wieder zum Laufen. Sonst bringen einem natürlich auch digitalisierte Unterlagen nicht viel. Das könnte zu Problemen führen. Wir können nicht mehr nachvollziehen, ob ihr Onkel Karl Otto Ihnen eine Vollmacht erteilt hat. Die Computer sind kaputt und irgendein Trottel hat unsere Akten geklaut. Wer macht denn sowas? Ich hab da einen Verband übersehen. Gib den Verband auf. Ey, geh zurück, du blöde Ziege. Da war ein Verband. Ah. Ja gut. Ich glaube, Verbände, da kommen wir im Zweifel nicht dran. Aber trotzdem. Und ich muss echt nochmal checken, ob da jetzt noch ein Gewehr hin. Habe ich gar nicht mehr aufgepasst. Das sollte ich nochmal einmal sicherstellen, dass ich jetzt nicht ganz mitten nach einem Gewehr abgrase. Dabei ist in meinem eigenen Haus eins. Das wäre ein bisschen blöd. Und Zeitverschwendung. Und das lehnen wir ab. Ich lehne Zeitverschwendung ab. Wir müssen effizient arbeiten. Wir sind ernsthafte Leute. Keine Zeit für Kindereien. Hey, in die Mikrowelle habe ich auch nicht geguckt. Was ist denn los mit mir? Ne, das geht nicht. Also den Verband hätte ich ja liegen lassen. Aber dann müssen wir nochmal in die Mikrowelle gucken. Wahrscheinlich nur Tee drin. Oder Kaffee. Oder nichts. Ja, Tee, Kaffee oder nichts. Das wird sein. So. Ja, da wollte jemand offenbar noch die Bank ausrauben. Das will kommen, Handy. Mit einem Messer. Ganz im Ernst. Wenn du eine Bank überfallen willst, besorg dir eine Knarre, Alter. Was soll denn das? Ein Messer nimmt dir doch keiner ernst. Ja, diese Anfängerverbrecher immer. So. Da ist die Angelschnur zu haken. Jetzt räumen wir die Bankschließfläche auf. Okay, wir haben auch kein Gewehr, aber wir haben ja auch nicht mehr mit Gegenwehr zu rechnen. Das ist ein großer Vorteil, deswegen brauchen wir keinerlei Bewaffnung. Auch kein Messer. Aber wir haben ja auch eins, falls wir doch eins brauchen sollten. Aber wenn, dann wohl nur für diese nervigen Wölfe von Milton. Hope nobody needs this anymore. Die Wölfe von Milton. Ein Drama in mehreren Akten. Ganz blödes Wortspiel. Komm. Die 13, die 17 noch und dann sind wir hier fertig. Also hier haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen was liegen lassen, oder ich? This stuff will come in handy. Passiert mir wahrscheinlich öfter, nur... dass ich das dann alles nochmal mir live, nicht live angucke, meine ich.
Deshalb merke ich das wahrscheinlich sonst nicht. Ja, das Safe-Knack-System. Eigentlich, gut, ich bin etwas ungeschickt, aber grundsätzlich ist es ja kein schlechtes System. Aber da habe ich irgendwie das ungute Gefühl, dass sie daran auch nochmal was ändern werden. Dass die das auch nochmal irgendwie auf eine Weise verändern, die uns dann in den Wahnsinn treiben wird. Dass man das irgendwie in einer bestimmten Zeit machen muss, also dass sich das Schloss 1 sich zurücksetzt, wenn du nicht Schloss 2 innerhalb von 10 Sekunden findest, keine Ahnung. 10 Sekunden wäre schon lang. Ja, irgendwie sowas. Da werden die, glaube ich, noch einen Weg finden, das komplizierter zu machen. Denn eigentlich ist es ja nicht schwer. Ne? Es braucht ein bisschen Geduld. Die ich nicht immer habe. That'll come in handy. Es braucht doch Geschick, was ich auch nicht immer habe, aber grundsätzlich ist es nicht schwer. So. Ja. Und dann habe ich mir jetzt eigentlich nur noch einen Speicherpunkt gesucht. Wollte mich jetzt auch nicht nochmal mit dem Wolf anlegen, obwohl wir das früher oder später müssen. Der Kampf um Milton wird zwischen mir und dem Wolf entschieden werden. Ja, da wollte ich möglichst schnell ins Haus, damit mir der Wolf nicht in den Hintern beißt, auch wenn er gerade nicht zu hören ist. Und dann habe ich keine funktionierende Tür gefunden. Aber letztlich dann. So. Ich guck mal, ob ich jetzt direkt im Anschluss doch noch eine Aufnahme mache. Im Moment geht's wieder. Ich schaue mir das mal an. Ich danke euch jetzt erstmal für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!